Ich freue mich ganz besonders, Sie hier im Rathaus begrüßen zu dürfen. Wir befinden uns aktuell im Audienzsaal und das passt besonders gut, da wir uns mit der Organisation der Stadt und des Lebens in dieser beschäftigen wollen. Den Anfang werden die Zünfte machen. Was sind Zünfte? Wie entwickelten sie sich? Wer konnte Mitglied einer Zunft werden und gab es möglicherweise auch Probleme? Diese Fragen wollen wir beantworten. Zünfte konnten sich in jeder Stadt bilden. Es handelt sich hierbei um den genossenschaftlichen Zusammenschluss kleiner städtischer Warenproduzenten zur Regelung diverser Interessen. Und diverse Interessen sind tatsächlich diverse Interessen. Es handelt sich nicht nur um das Handwerk oder um wirtschaftliche Aspekte, sondern vielmehr auch um politische, ökonomische, religiöse, ethische oder auch rechtliche Aspekte. Wir sehen also, die Zunft an sich entwickelt sich zu einer autonomen Gruppe im Mittelalter. Mitglied konnte prinzipiell jeder Bürger werden. Jedoch mussten gewisse Voraussetzungen erfüllt werden, wie der Nachweis über ein gewisses Vermögen, die Ableistung eines Eides, ebenso wie die Entrichtung einer Gebühr und ein gewisser Leumund musste vorhanden sein. Im Gegenzug dazu wurde eine innere Autonomie zugesichert. Alle Meister hatten die gleichen Chancen dadurch, dass beispielsweise die Löhne festgesetzt wurden, ebenso wie die Preise und die Anzahl der Lehrlinge. Auch in der Gemeinschaft war die Zunft aktiv. Starb beispielsweise ein Mitglied, so kümmerte sie sich hinterher auch weiterhin um die Familie und unterstützte diese finanziell. Nun kann man sich jedoch vorstellen, dass es auch Probleme gab, besonders für kleine Produzenten, die die Voraussetzungen nicht erfüllten. Nicht jeder hatte dieses Vermögen oder den Leumund vorzuweisen. Diese kleinen Produzenten wurden aus der Gemeinschaft ausgeschlossen, konnten sich auf dem Markt nicht mehr halten und mussten die Stadt verlassen. Doch auch die Zunft an sich hatte mit Problemen zu kämpfen. So war es tatsächlich so, dass sie sich ja auch für die Politik interessierte und immer mehr Macht haben wollte. Dadurch fühlten sich die Ratsherren bedroht. Und so kam es dazu, dass Zünfte im Mittelalter teilweise komplett verboten wurden, jedenfalls in einigen Städten. In anderen, in denen sie nicht verboten wurden, wurden sie zumindest überwacht. So ist es nachweisbar, dass beispielsweise bei der Morgensprache in Lübeck 1240 einer Versammlung von diversen Ämtern, also Mitgliedern von Zünften, auf jeden Fall immer ein Ratsherr dabei war, der alles genau begutachtete. Auch bis 1925 gelang es den Zünften nicht, Mitglied des Rats zu werden, trotz diverser Aufstände, wie beispielsweise des Knochenhaueraufstandes. Wir sehen also, das Leben im Mittelalter war durchaus schon sehr organisiert. Es gab jedoch viele Probleme, die auch nachhaltig anhielten.